So Leute, Part 15, Jack 3, ja? Und Mission lautet, keine Mission. Wir springen hier auf das Gefährt auf und gucken mal. Mega. Sieht aus wie die Katakomben von Haven City. Aber wo führen die hin? Da seid ihr! Bin ich heilfroh, dass ich euch gefunden habe. Da! Jack hat das Siegel wieder! Und es öffnet Türen. Onin sagt, wir müssen zurück nach Haven City. Sie sagt, die Katakomben sind der Schlüssel für das Überleben des Planeten. Lust auf einen kleinen Ausflug? Stimmt, das waren die, um nach Haven City zu kommen. Und das ging auch über Kopf. Und wir konnten schießen. Oh, das weiß ich noch, ey. Mega. Okay. Alle wach? Zumindest wirkt es so, als hätte ich gepennt. Wir waren fast tot. Du bist gut. Doch Mut allein schützt dich nicht vor den Feinden, die auf dich zukommen. Diese heile Kraft soll dir bei deiner Mission helfen. Mehr können wir dir nicht bieten. Flügel? Schild, okay. Okay. Alles klar. Gut, gut. So, wo ist der Ausgang? Hier. Dexter. Oh. Oh, das war einer der, wie ich fand, einer der coolsten Missionen, die es in Jack 3 gab. Wenn es die ist, die ich denke, mit dem Wagen, wo man den Weg freimachen musste. Boah, ist das lange her. Ist es die? Ja, das ist die Mission. Mega Mission, echt. Sieht aus wie eine alte Eco-Mine. Als Marhaven City erbaute, hat er wohl Höhlen gegraben, um an die Eco-Kraft zu gelangen. Junge, viel geschlafen hat dieser Mar aber nicht. Ich gehe voraus und sag Onin, wir sind zurück. Sei auf der Hut, Jack. Dieser Ort ist unheimlich. Ja, also wie ich sagte, einer der coolsten Levels, die es gibt. Das ist der, den ich meinte. Also ich fand ihn damals mega cool. Und stellt euch vor, da hat sich nichts verändert. Was zum Teufel habe ich hier gemacht?
Also ihr merkt, Jack 3, das hatte ich auch schon zur Let's Play-Zeit von Jack 2 gesagt, dass Jack 3 nicht mehr so extrem schwer ist und es so wenig Checkpoints gibt, wie halt, ja. Also Jack 3 hat mehr Checkpoints als Jack 2. Das steht völlig außer Frage. Wie oft bin ich bei Jack 2 ausgerastet? Boah. Aber hier, das ist ein guter Mix. Das unterhält einfach. Das ist... Ne? Wisst ihr, was ich meine? Das ist auf den Punkt gebracht. Das ist einfach die Fehler, die Jack 2 in dem Sinne hatte, hat Jack 3 auf jeden Fall in Angriff genommen und besser gemacht. Finde ich. Meine Meinung. Deswegen sagte ich ja, Jack 3 ist für mich der beste Jack-Teil, den es gibt. Jetzt sagt mir nicht, wir hatten hier schon so einen Wagen. Okay, gut. Wir erforschen die Eco-Mine und finden wahrscheinlich am Ende das ganze Ding wieder. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Wird so sein. So, Munition ist jetzt wichtig. Damit wir nachher genügend haben für das, was wir hier machen sollen. Und auch was diese Waffe für einen Wert hier hat mit der Aufbesserung, dass die Geschosse abprallen. Mega. Einfach gut. Wo mussten wir lang? Na doch. Hierhin. Fahrstuhl. Ja, Fahrstuhl. Ja. Dauert auf jeden Fall nicht mehr so lange. Dann sind wir an unserem Ziel angekommen. Und dann wird's interessant. Ach so. Du musst da rein. Neuer. Da rein musst du. Sehr schön. Ja, würde ich sagen, grob Hinweg ein Part, Rückweg ein Part, ne? Ja, entspannte Sache, ne? Genieß das gerade hier ein bisschen. Deswegen war ich gerade so ein bisschen still.
macht einfach Laune. Ist eine schöne Sache. Kann ich jedem nur empfehlen, das Spiel. Generell die Jack und Dexter Reihe und Ratchet & Clank Reihe. Eine tolle Spielreihe. Macht Spaß. Auch wenn es ab und zu sehr nervenaufreibend ist, aber unterm Strich schönste Spielreihen, die es gibt, mit Crash Bandicoot zusammen, ne? Ich verstehe gar nicht, warum wir immer Munition für die rote bekommen. Benutzen wir auch gar nicht. Vielleicht sollten wir das mal tun. Dann hätten wir nämlich von der gelben Munition noch über, wenn wir die gleich brauchen. Wow. So. Oh, das war knapp. Hallo? Ich sehe nichts. So. So, wo ist das Vieh? Bestimmt unten, ne? Ja, natürlich. Kommst du wesens hinterher? Ja, immerhin. Ich dachte, ich muss das jetzt hier hochboxen. Aber das geht ja noch. Stücken, so. Perfekt. Müssten wir eigentlich auch gleich da sein. Haben wir zwar um eine Minute überzogen, aber unterm Strich bin ich okay. Oh, das sieht gut aus. Einpanzerung. Jawohl, und hier wird's interessant. Ja, würde ich sagen, darum kümmern wir uns auch. Aber wie eben schon angesprochen, im nächsten Part, ich sammle hier noch kurz die Munition ein. So, ja, würde ich sagen, machen wir das hier allerdings im nächsten Part. Ja, in dem Sinne, seid gespannt, wie es weitergeht. Ich fand die Mission, wie gesagt, sehr cool. Eins der coolsten Missionen, die es hier in Jack 3 gibt. Aber lasst euch überraschen. Mal gucken, ob ich zu viel versprochen habe. Ist auf jeden Fall Action geladen gleich. Dann geht das los hier. Aber im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.